Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raft. Ich habe mir gedacht, wir machen das heute auch wieder Peace und Relax und alles, weißt du. Wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Tierchen, um unseren Kraftstoff und um unser natürlich, um unser Gewächshaus. Hier ist nämlich Ebbe. Pass auf. Das heißt, ich muss ja dann schon wieder Batterien herstellen. Das ist ja eine Not. So, hier scheint es ja schon mal leer zu sein. Richtig? Richtig. So. Das geht auch da rein, das geht auch da rein. Das ist natürlich eine coole Geschichte, gell? Dass man das Salzwasser einfach dafür benutzen kann. Wir sind immer noch an der kleinen Insel hier gestrandet. Muss ich wahrscheinlich auch nochmal nachhelfen. So, hier machen wir jetzt erstmal Wasser rein. Ei. Batterie. Luft. War auch komplett leer. Das ist aber noch in Ordnung. Immer erstmal prüfen, ob überhaupt Wasser gefehlt hat, bevor man die Batterien ja dann leer macht. Also wechselt. Ich komme so auf unsere Batterieladestation, oder? Wird so gut. Da ich ja ohne Mods und sonstigem spiele. Extra. Freue ich mich natürlich, dass die Entwickler natürlich gecheckt haben, dass wir uns das natürlich wünschen, ne? So, hier ist auch Allee. Hier scheint es auch alle zu sein. Dann warten wir noch hier kurz einen Moment. Sprinkelt alles, ist sehr gut. Das war also nur leer gewesen. So. Sehr gut, da wächst es wieder. Wächst es wieder. Heißt, wir sind hier fertig und können uns wieder unserem Kraftstoff zuwenden, wenn es überhaupt möglich ist. Kraftstoff. I need the Kraftstoff. Okay, pass auf. Das heißt, ich nehme mir wieder Wassermelone. Oh. Stimmt, fünf Stück passen rein. Hier ist auch leer. Honig. Honig. Lob. Lob. So. Zwei Wiesen habe ich schon gemacht. Das heißt, genau, da müssen wir ja hin. Huch. Nee. So, das heißt, die kommen jetzt dahin und dann kommen, dann machen wir es halt. Holen wir uns Wasser. Oh. Stimmt. Ist ja eigentlich Quatsch, ist, ne?
Wenn du sie dir überlegst, in die Sprinkler tun wir auch Salzwasser rein und die Sprinkler sprinkeln Salzwasser und hier brauchen sie auf einmal Frisches. Naja. So, noch einmal laufen. Und dann wächst das auch. So. Ich liebe es. Ich bin gerade überlegen, ob ich mir das hier auch zumachen soll. Eigentlich schon, ne? Eine Tür. Was ist es denn? Ist es echt jetzt dein Ernst, dass ich wieder Nägel brauche? Ich will nicht mehr laufen. So. Das do it. Bin nur noch am Überlegen. Muss da hin? Muss so hin. Ist das nicht jetzt wunderschön? So gefällt mir das. Das hat doch jetzt alles, das macht Sinn. Löwe im Anflug. Sturzflug. Wie viele Pfeile habe ich noch? 23. Ja. Aber wir kommen hier nicht weg. Wir kommen nicht weg an dieser Insel. Und wie schön. Guck dir das an. Ist das nicht wunderschön? Da kriege ich ja schon wieder gleich Ideen. Was man da oben machen könnte. Kleines Gehege. Das wäre gemein. Nee, ich mag das. Ich mag das. Guck mal, wie der Schatten fällt. Das sieht so gut aus. Das sieht jetzt aus wie so ein, ja, wie ein richtiges Gewächshaus einfach, ne? Mit Dach. Oh, das sieht gut aus. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir gut. So, kurz rüberwatscheln. Kommen wir los oder auch nicht? Einmal kurz drain. Einmal kurz im Christ drain. Guck mal, die Möwe. Die Möwe hat nicht mitgemacht. Unsere Mitte. Na? Ja. Mega. Ja, da musst du halt ab und zu nachdenken. Das ist halt einfach so. Alright. Perfekt.
dir mal, wie schön das ausschaut. Voll das Gewächshaus. Ich muss das von außen streichen. Scheiße. Das hätte ich ja auch von außen machen können, ne? So. Oder? Ah, fuck. Ja, ein bisschen einheitlich wollte ich es ja haben, ne? Und jetzt sind die hier näher sicher, oder? Ja. Ja, ich weiß meinen Gedankengang wieder. Ich wollte, wenn ich jetzt hier Gärtner, ne? Stell dir vor, du bist der Gärtner, du kommst hier aus deiner Bude raus, ja? Normalerweise hast du ja hier auch deine Tür zu und so, gell? Und du kommst aus deiner Bude raus, setzt dich erstmal hin, guckst auf dein Gewächshaus und guckst dich so um und dann wäre das einfach zu krass gewesen, glaube ich, mit den grünen Blättern. Und das ist ja auch schon von oben hin wunderschön. Weißt du, und dann stehst du auf, hast deinen Kaffee getrunken, gehst die Tür raus, gehst gleich zu deinem Arbeitsplatz. Homeoffice 2.0, Leute. Mega. Peaks. Oder auch nicht. Und falls ihr euch fragt, woher das Licht kommt, es ist ja richtig schön hell hier, ne? Das Licht kommt von unten. Wir müssen hier keine Lichter hinhängen. Das kommt alles von unten aus unserem... Ach, guck, wie das ausschaut jetzt. Ah, wie das ausschaut jetzt. Aus unserem Motorenraum. Alter. Ja gut, im Motorenraum stört das nicht. Da geht sowieso kein Arsch rein. Das war mir viel wichtiger. Ja. Gefällt mir gut. So, da sind wir jetzt wahrscheinlich schon wieder zu nah dran. Ich glaube, das Spiel will, dass wir unbedingt mal wieder so eine kleine Insel looten. Kann das sein? Andauernd stoßen wir an die kleinen Inseln dran. Es soll wohl so sein. Uff. Leute, ich bin ja ganz nervös. Das heißt nämlich, wenn wir jetzt hier fertig sind, bedeutet das, dass wir jetzt meinen Plan nachgehen, den ich vorhabe. Aber ich traue mich nicht. Weil ich Angst habe, dass ich immer noch nicht genug Sprit habe. Dass wir es machen können. Soll ich euch mal sagen, was ich vorhatte? Ich hatte vor, nach Wasagatan zu fahren und mir die Rezepte nochmal zu holen. Die es nur noch auf Wasagatan gibt. Aber jetzt weiß ich ja durch euch, dass ich sehr wahrscheinlich dieses Rezept nicht gleich finden werde. Das heißt, du musst wie Balboa wegfahren und irgendwann wieder hinfahren. Und das ist eine Geschichte. Ich habe gedacht, ich fahre da hin und krieg's gleich. Aber so einfach ist es nicht. Also das sind die vier Rezepte, die es immer hier zu finden gibt.
Und es gibt zwei Rezepte. Eins ist kaputt gegangen, diese gleichschenkligen Oberschenkel. Das Rezept ist mir leider kaputt gegangen beim Bauen. Zwei, vier, sechs, sieben. War anscheinend noch eins. Warte mal, Fischeintopf. Die gleichschenkligen Unterschenkel sind weg. Ach, hier hängt zweimal der Früchtekompott. Warum das? Anja Schätzelein, was macht ihr denn? So, jetzt stimmt's, ne? 2, 4, 6, genau, 6 Rezepte sind's. Flup. Und den Lachssalat gibt es noch. Und die gleichschenkligen Unterschenkel. Und die zwei hängen nicht da. 2, 4, 6. Na, stimmt doch. 2, 4, 6. Nee. Lachssalat und gleichschenklige Unterschenkel. Lachssalat? Oder bin ich bekloppt? Oder sind es noch mehr? Oder sind es vier Rezepte? Sind es vier Rezepte vielleicht? Oh, Entschuldigung. Sind es vier Rezepte? Die fehlen. Früchte, Fisch, einfacher Gemüse. Ja. Früchte, Fisch, der Deluxe Wels, der ist anscheinend auch ein besonderes Rezept. Ja, okay. Der Lachssalat, die müsste ich ja jetzt eigentlich da hinhängen. Ach, dann fehlen noch mehr. 2, 4, 6, 7. Da unten habe ich jetzt 4. Das heißt, einer fehlt mir trotzdem noch. Das heißt aber, dass es drei besondere Gerichte gibt, richtig? Das Kokosnusshähnchen, der Lachssalat, der Deluxe-Wels. Genau, vier normale und vier besondere. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Genau. Fischeintopf, Früchtekompott, Gemüsesuppe und einfacher Fischeintopf sind die Rezepte, die man so finden kann. Und auf Wasakatan kann man anscheinend das Kokosnusshündchen, den Lachssalat, den Deluxe-Wels und die gleichschenkligen Unterschenkel finden. Und auch nicht immer. Das heißt, man muss die Location mehrmals besuchen. So, und das wollte ich eigentlich mit euch machen. You know. Jetzt kommt die gute Frage, ob ich nicht lieber warten sollte, bis ich einfach viel, viel mehr Sprit habe. Vielleicht sollte ich einfach weiter produzieren. Kommt mir sinnvoll vor, ne? Euch auch? Erstmal muss ich was essen. Erstmal muss ich was essen, Leute. So. Dann hole ich den Honig ab. Tja. Und dann wird noch einmal kurz geschmolzen. Wahrscheinlich würde es reichen. Aber dadurch, dass ich nicht weiß, wann das Update kommt,
Und wie viel Sprit ich am Ende für irgendwelche anderen Locations noch brauche. Vielleicht müssen wir auch nochmal nach Balboa zurück, um irgendwas zu holen oder irgendwas zu machen. Oder ich weiß es nicht. Und außerdem, was ich ja eigentlich machen wollte, ist nach Mini-Balboas Ausschau halten. Wir haben ja immer noch keine Mini-Balboa auch getroffen. Was ja auch eine Mega-Not ist. Und die Frage ist auch an euch, was ihr meint. Soll ich einfach die Möwe picken lassen? Guck mal hier, wie viel die schon weggepickt hat. Oder soll ich jedes Mal, wenn ich fertig bin, na, am Ende ja, ne? Müsste ich wieder neu sehen. Oder ich müsste es einfach eine Zeit lang sein lassen. Mitsehen. Fragen über Fragen. Leute, wir müssen noch die kleine Insel machen. Und ja, drüber nachdenken, was jetzt wirklich sinnvoll ist, ne? Kraftstoff herstellen. Immer noch Priorität 1. Naja, freue mich über eure Kommentare. Was würdet ihr tun? Ich bin ja jemand, der normalerweise sehr viel erstmal die Taschen sich voll lootet, bevor er dann wieder mal was ausgibt. Und im Moment bin ich eher dafür, einfach mal so eine volle Kiste an Kraftstoff einfach auch mal zu haben, um die Sicherheit auch zu haben. Dass egal was kommt, dass wir einfach auf der sicheren Seite sind und gleich weiter können, ne? Das ist ja auch das Schöne an Raft, wenn ein Update kommt, dass wir unseren Spielstand nicht gelöscht bekommen, sondern dass wir die Möglichkeit haben, einfach weiter zu zocken. Oder die nächste Möwe kommt. Aha. Nicht schlecht, ne? Oh, wieder schön zumachen. Alles klar, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. Ciao.